Moin Leute, Venom's wieder back und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video hier auf meinem Kanal. Rockstar Games hat in GTA 5 Online etwas gemacht, was es vorher noch nie gab. Das haben sie zum allerersten Mal in 8 Jahren GTA 5 Online eben gemacht. Darum geht es in diesem Video. Falls du neu bist, lass ein Abo da, mach die Glocke an. Wenn du Bock hast, gib schon mal gerne ein Like auf dieses Video, würde mich sehr freuen. Und ich würde sagen, wir starten rein. Wie bei jedem Video wird ganz kurz noch eine einzige Person gegrüßt, die unter dem letzten Video einen Kommentar dagelassen hat. Und zwar Gruß geht raus an Elmin Kuka irgendwas. Er hat geschrieben, wieder geiles Video geworden. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich im nächsten Video grüßt. Elmin, Gruß geht raus und danke dir für deinen Kommentar. Noch eine ganz kurze Info am Rande, die ganzen Videos, die du jetzt oder die nächsten Tage sehen wirst, die sind alle vorproduziert, liegt daran, dass ich jetzt gerade wahrscheinlich, wenn du das Video siehst, in Kroatien bin. Also nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn du Bock hast, check Insta ab, dann wirst du einige Stories oder auch Fotos aus Kroatien miterleben. Eventuell sogar einen Livestream auf Insta. Du fragst jetzt bestimmt, was hat Rockstar Games denn zum allerersten Mal gemacht, was es eben vorher so noch nicht gab. Und einige haben es mitbekommen, aber extrem viele, wie ich gemerkt habe, halt auch nicht. Denn gestern kam einfach ein neuer Raubüberfall oder eben auch ein neuer Heist genannt, ins Spiel. Normalerweise kennen wir es ja so, dass mit einem großen Update, sei es irgendwie ein Sommer-DLC oder auch ein Winter-DLC, ab und zu halt auch ein neuer Heist ins Game kommt. Das kam ja auch vor wenigen Wochen mit dem Los Santos Tuners Update eben ein neuer Heist oder sogar mehrere neue. Aber jetzt haben sie einfach an irgendeinem Donnerstag mit einer Eventwoche einen komplett neuen Raubüberfall einfach so ins Spiel gebracht. Frag mich nicht warum, ich habe keine Ahnung, wie so Rockstar Games auf einmal irgendwie mitten in der Woche oder an einem Donnerstag auf einmal so einen riesigen Raubüberfall ins Game bringt. Sie haben auf jeden Fall auf dem Newswire-Artikel Folgendes zu diesem neuen Heist geschrieben. Neuer Raubzug, der Lost-Auftrag. Der Lost MC sitzt auf einer Goldmühle und ihr habt Anspruch auf euren Anteil. Verpasst ihnen einen ordentlichen Dämpfer, indem ihr ihr ertragreiches Methamphetamin-Geschäft zerschlagt und damit ein Batzen Geld verdient. Sammelt vorab Informationen, stehlt einen Truck, um eure Sprengladung zu transportieren und zersprengt die gesamte Operation in alle Himmelsrichtungen. Schaut an der Jobtafel in eurer Autowerkstatt vorbei, um loszulegen. Hört sich auf jeden Fall ziemlich spannend und actionreich an, wenn ihr dann in der Autowerkstatt seid. An der Jobtafel sieht das Ganze so aus, hier könnt ihr sehen, dass eben der Lost-Auftrag, ihr bekommt dafür $180.000, wenn ihr das Ganze abschließt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Raubüberfall mal zu machen und sagen wir es mal so, es gibt ja aktuell sowieso nicht viel Neues. Ich meine, die Eventwoche war nicht wirklich krass, wir haben keine guten Rabatte und ja, keine richtigen Geldmethoden. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall, den neuen Heist mal zu zocken. Falls ihr euch jetzt wirklich immer noch fragt, wieso ihr keine Autowerkstatt kaufen könnt, und glaubt mir Freunde, davon gibt es noch verdammt viele, die halt einfach wirklich in den Kommentaren fragen, wieso wird die mir nicht angezeigt, ihr müsst, um euch diese Autowerkstatt zu kaufen, müsst ihr erst Mitglied im LSK mit sein. Also erst dort Mitglied werden, dann könnt ihr euch auch auf ja, der Seite von der Macebank eben dann diese Immobilie, also die Autowerkstatt kaufen und den Heist dort starten. Und das sollte schon gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, informativer oder sonst irgendwas, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt mir die Kommentare, hast du den neuen Heist schon gezockt, ja oder nein? Und ja, ansonsten würde ich sagen, abonnieren, Glocke aktivieren. Ich bin raus, macht's gut, Freunde, haut rein und ciao.